Lege das Blutblatt in das Sulfurwasser, welches von alleine sich zu erwärmen beginnt. Sobald die Pflanze ihre purpurne Farbe verloren hat, nimm es heraus und gib nun den Schädel hinein. Es zeigen sich nun dunkle purpurne Fäden. Zuletzt gib die zerstoßenen Splitter vom Erz hinein, so viele, bis die purpurne Farbe ins Graue umschlägt. Nun ist das Elixier vollbracht. Transkription aus dem Orkischen für das Geisterelixier. Und damit beginnen wir, am Morgen des 10. Firon. Ihr habt auf der Avianda genächtigt und seid merkwürdig ausgeruht nach den vielen Begebenheiten, die ihr in Aranien erlebt habt. Ja, bin ich denn eigentlich der Einzige, der vermisst hat, wenn ein Bären so morgens ins Gemächt tritt? Das hat doch irgendwie was. Nun, mir hat bis jetzt noch kein Bär ins Gemächt getreten und ich nehme davon Abstand, diese Erfahrung zu machen. Ich bin nicht sicher, wie die Logistik der Sache funktionieren würde. Oder Film, seit wann ist eigentlich das Loch in unserer Kajüte wieder offen? Ich dachte, das habe ich jetzt schon zweimal zugemacht. Ja, das machst du immer nicht vernünftig fest und Mira tritt das dann immer los. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ganz komische Angelegenheit. Es ist doch schön, wieder zu Hause zu sein. Aber das sagt doch einmal, Rafim. Wenn ihr offensichtlich auf, sagen wir, unbequemere Umstände steht, ihr wollt nicht zufällig einen kleinen Tauchgang ins Affenbecken unternehmen. Oh, was wollt ihr denn wissen? Wissen tatsächlich an dieser Stelle nichts. Ich möchte allerdings ein oder zwei Dinge von dort unten. Klar helfe ich euch. Hervorragend. Müssen wir gucken, wie tief, ne? Also, bin jetzt ja auch kein Effortgeweihter, aber... Nun, ich hoffe doch, dass der Hafen an sich nicht übermäßig tief ist. Na, ja, immerhin tief genug, dass Schiffe wie das unsere hier ankern können. Naja, und mit dem komischen Dämonending, was da mal war, bin ich mir auch nicht so sicher, wie tief es hier wirklich ist. Nun, du musst es herausfinden, fürchte ich. Da fällt mir ein, wir müssen uns unbedingt noch gemeinsam den Chor-Tempel ansehen, Rafim. Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr wollt eh alle nicht mitkommen und lässt euch gleich eine blöde Ausrede einfallen. Ich frag euch gar nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich will wissen, du mein nicht, Helm. Du nicht, Boltax, aber die anderen, die sagen dann sowas wie, oh nein, ich muss das Buch noch lesen. Das Buch lesen. Blöde Ausrede. Serpentilio würde mitkommen, aber er würde sich heimlich etwas vom Panzer abkratzen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Naja, wenn ihr den örtlichen Chorgeweihten besiegt, dürft ihr bestimmt ein Stück mitnehmen. Ich nehme an, ihn in eine Kaukappe zu verwandeln. Zählt nicht als ihn besiegen. Naja, Prinzip schon. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich bin gespannt, ob sie wirklich jemanden geschickt haben. Naja, ich habe immer einen Brief in die Heimat geschrieben. Garantieren kann ich natürlich nichts. Ja, ich habe auch an die Metropoliten geschrieben, aber anscheinend hat sich noch kein neuer Tempelvorsteher für den Tempel der göttlichen Stute gefunden. Rafim, willst du den Tempel dann wirklich abgeben? Ich dachte, du bist jetzt der Vorsteher davon. Ja, das glaubst du wohl, dass du mir hier so einen Tempel andrehen kannst, klar. Ich werde Vorsteher von einem Tempel, ja. Bist du nicht ganz sauber? Das Problem ist, Diamantis, wenn man Vorsteher eines Tempels ist, sollte man auch da sein. Ja, hat sich dieser Asaban wohl auch nicht dran gehalten. Ja, der ist ja wohl kein Beispiel. Ja, in der Tat, an ihm sollten wir uns eher kein Beispiel nehmen. Naja, aber er hatte ja auch viele, die ihm unterstellt waren und die den Betrieb aufrechterhalten haben während seiner Abwesenheit. Naja, und ihr meint, dass das Gute ist, falls der Zulamin sich hier mal zur Ruhe setzt, dann kann ich immer noch den Gorgeweihten, der da ist, verprügeln und dann bin ich Tempelvorsteher. Da das sollte dir leicht fallen. Denke ich auch. Wollen die anderen denn noch was unternehmen in dieser wunderschönen Stadt, die überhaupt nicht überfüllt ist? Nun, ich würde gern den Vogt Wilbur von Raben unterstützen bei seinen Tätigkeiten. Ich denke, er wäre erfreut über etwas Hilfe bei seiner administrativen Tätigkeit. Oh, Abelmir, wenn ihr euch ohnehin mit Rabenmund trefft, könntet ihr mir eine Liste der anwesenden Geweihten besorgen?
Nun, ich denke doch. Wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben, ja? Ja, ich würde in dieser Sache mit Dimiona, denke ich, gerne mit einem Boron oder Mabo-Geweihten sprechen. Vielleicht könnt ihr für mich in Erfahrung bringen, ob sich ein solcher hier aufhält. Natürlich gerne. Danke. Ich komme mit dir, Abelmir. Ich muss sowieso nochmal mit Rabenmund reden. Wir müssen ein paar Boten losschicken, ab in den Süden und schauen, wo diese Welle wohl alles noch Schaden angerichtet hat. Vielleicht können wir so herausfinden, wo der Ursprung des Ganzen war. Möglicherweise. Nun, ich habe mir dafür auch schon Gedanken gemacht. Wenn sie sich radial ausgebreitet hat, wäre dann eine vektorielle Bestimmung überhaupt möglich? Wäre es nicht sinnvoll, Punkte zu finden, an denen die Welle zur gleichen Zeit eingetroffen ist? Jeder müsste doch im Grunde nur herausfinden, aus welcher Richtung sie kam und dieser Linie dann folgen. Nun, bei einer radialen Welle ist das egal, aus welcher Richtung. Welche Richtung ist immer die gleiche. Was auch immer das heißt, wir müssen das herausfinden. Selbstverständlich, ich könnte die Ausbreitungsrichtung bestimmen, zwischen zwei Orten zum Beispiel. Bei einer radialen Ausbreitung nicht, nein, nur einer vektoriellen Ausbreitung. Nun, ihr müsstet auf jeden Fall die Wellenlänge bestimmen. Wie auch immer. Wir werden eine Möglichkeit finden, den Ursprung herauszufinden. So oder so. Ja, mehr als beeindruckend. Wir sind in einer neuen Stadt und du suchst hier mit Abstand das Langweiligste aus, was man hier tun kann. Nun, nicht jeder kann einen netten Plausch am Abend mit einem Chortempel verbringen. Naja, wir gehen auch nach meinem Helm gucken. Ja, richtig. Und dann gehen wir auch noch tauchen, nach was auch immer. Nun, das hört sich wenig erfreulich an, im Hafenbecken zu tauchen. Ach, ihr wollt mitkommen? Gar kein Problem, Abelmir. Nun, ich ziehe es vor, in einer Schreibstube meinen Abend zu verbringen. Ja. Oh, Abelmir, hast du dir schon Gedanken gemacht, wegen meiner Hochzeit? Ja. Nun ja, ich müsste mich noch mit einigen Leuten unterhalten. Ich bin nicht, erfahren genug in nudelzwergischen Zeremonien. Ach, das wird super. Vielleicht kann mir Xanbad einige Auskünfte erteilen. Nun, sicherlich, aber mit Xanbad solltest du vielleicht nicht reden. Oder Angosch bin ja wie ein schlechtes Beispiel. Unpassend. Hast du jetzt schon Angst, dass die Xambad auch Abelmir ausspannt, Boltax? Nein, sei doch nicht albern, Sulamin, sei doch nicht albern. Es geht einfach darum, ich möchte natürlich eine reliable Quelle haben und Xambad scheint mir ein sehr feiner Zwerg zu sein, aber er hat gewisse Interessen, die mit meiner Hochzeit entgegenläufig fungieren. Nun, ja. Vielleicht hat er in seinem Gefolge noch einen oder zwei Zwerge, die mir darüber Auskunft geben können. Oh, bestimmt. Du solltest mal auf sein Schiff. Es ist ein wirklich tolles Schiff und du würdest es sicherlich auch sehr mögen. Es ist viel mechanisiert und da gibt es wirklich? Natürlich, da gibt es so einen Kessel, der erhitzt ein Getriebe, dann dreht sich ein Rad und die Flossen bewegen sich. Es ist gute zwergische Handwerkskunst. Ja. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und ich werde ihn natürlich fragen müssen, ob ich dein Schiff betreten darf und diese Mechaniken inspizieren kann. Und ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Oh, und da wir gerade von Schiffen sprechen, Serpentilio, denkt ihr noch daran, dass ihr eine Glyphe auf unserem Schiff anbringen wolltet? Ja, Kapitän, ja. Jetzt, wo wir wieder hier sind, lässt sich das sicherlich einrichten. Es wird allerdings ein paar Tage brauchen, auch wenn der gute Lahakash bereits eifrig wie er war, mir die Nägel angetrieben hat, wo sie hin sollten. Ich fürchte nur, dass ich den Hauptteil der Arbeit eigener Hände verrichten muss. Ach, ist Logolosch eigentlich gerade beschäftigt, oder? Mit dem müsste ich auch noch ein Niggerwörtchen sprechen. Ich habe eine Aufgabe für ihn. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Kann sein, dass er hilft, die anderen Schiffe instand zu halten. Aber ihr werdet ihn sicher finden. Jemand wird wissen, wo er ist. Logolosch? Ich meine Lahakash. Jeder meint Logolosch. Lahakash. Ist doch egal. Nun ja, ich bin mir sicher, er legt Wert auf seinen richtigen Namen.
Ich habe ihn gar nicht brüllen gehört. Das spricht wirklich dafür, dass er nicht an Bord ist. Scheint einen sechsten Sinn dafür zu haben, wenn Diamantis seinen Namen falsch ausspricht. Nun ja, es ist nicht besonders schwer. Wahrscheinlich immer. Dann ist der Revolt tatsächlich derzeit nicht unter uns. Nun wollen wir nicht einen Lahalkash aufbeschwören. Die Sage gibt, dass wenn man sich vor einen Spiegel stellt und dreimal den Namen sagt, die Person einen aus dem Spiegel entgegenblicken soll. Das ist hanebüchener Unsinn. Ja, es kommt auf den Spiegel wahrscheinlich an. Ganz genau, ihr müsst eine entsprechende Hersichtkomponente einweben. Ebenso stellt es eine Verbindung von euch zur Person dar, nicht von der Person zu euch. Zwangsweise. Ebenso müsst ihr sicherstellen. Diese Geschichte ja vielleicht einen wahren Kern. Nun, wie immer ist es übertriebener Blödsinn. Sonst nichts. Nun, außer sind die Dämonennamen. Ja? Oder ein großer Drache. Wir hatten eine üble Erfahrung gemacht mit einem Drachen, der nun ja gerufen wurde und darüber nicht sehr erfreut war. Aber eine alte Geschichte. Aber das war doch sicher nicht so einfach. Nun ja, doch leider ja. Er ist da sehr spezifisch. Und Schalachkraut ja auch, nicht wahr? Die könnte man theoretisch auch rufen. Nun, ob sie hört, ist die andere Sache, aber... Na gut, ich denke, ich möchte dann die frühen Morgenstunden ausnutzen, um mit Rafim zum Tempel zu reiten, in der Hoffnung, dass die Straßen noch nicht so überfüllt sind. Naja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit auf Mira setzen. Ich glaube, dann fasst euch keiner an. Ich glaube, das Angebot nehme ich dankend an. Baut ihr noch meinen Helm, dann kann ich mit Abel mir aufs Schiff gehen und ihm die zwergische Handwerkskunst zeigen. Nun, ich dachte zuerst, dass ich den Vogt unterstütze. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich denke, ich stoße dann später zu euch, Abelmir. Sehr gerne. Ja, Abelmir, ich befürchte, dafür habe ich keine Zeit, aber sobald ich sie finde, unterstütze ich dich natürlich auch mit vollen Kräften. Ja, was immer du darunter verstehen magst. Bist du vertraut mit der Logistik und dem Versorgungswesen? Naja, das tatsächlich schon. Das macht's aber nicht interessanter, oder bin ich ganz ehrlich? Ja, es geht hauptsächlich um Zahlen. Ja, mir läuft's jetzt schon kalt den Rücken runter. Wollen wir endlich gehen? Ja, wir treffen uns dann später wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Besorgungen. Ach ja, und Serpentilio, wegen der Arbeitsräume an Land, die ihr angefragt hattet. Ich habe euch einen Zettel für Rabenmund geschrieben. Ich weiß nicht, ob er Räumlichkeiten im Blauen Palast hat, aber es wird sich sicher etwas finden. Oh ja, hervorragend, hervorragend. Und Sulamin steht auf, um Rafim zur Tür hinaus zu folgen. Ja, wenn ihr beide gemeinsam von Bord eures Schiffes geht, über die zahlreichen Planken zu dann dem Steg, könnt ihr sehen, wie dort am Land, am Kai, ein alter Mann steht, eine Wetterhornkappe auf dem Kopf, der euch doch ruhig entgegennickt, wenn ihr auf ihn zukommt, und er breitet so ein bisschen seine Arme aus, nach dem Motto, dass es hier kein Vorbeigehen gibt. Sumu mit euch. Seid gegrüßt. Und mit euch? Ich betrete die Planken und das Holz nicht. Aber mir wurde gesagt, dass Boltax sich auf diesem Schiff befinden soll. Holt ihn doch bitte. Ich dachte mir schon, dass ihr seinetwegen hier seid. Hey, Mädchen, hol Boltax. Ich rufe einem von den Arasi-Soldaten zu. Ja, die hat irgendwie gerade eine große Kiste, die dann in ihre Hände noch passt. Dabei lässt sie dann irgendwie stehen, direkt auf dem Steg, sodass sie ein bisschen den Platz versperrt und läuft dann los, um Boltax zu holen. Ja, Boltax kommt dann auch nach einigen Minuten mit besagtem Kind wieder zurück. Was ist denn so? Ist denn so wichtig? Ja, es ist ja gut. Der alte Mann, also ich glaube, Zulamin ist schon weitergegangen, aber der alte Mann da am Steg, der wollte, also ich sollte den holen. Also ich sollte euch holen.
Sobald ich ihn sehe, hält sich Boltags Gesicht auch maßgeblich auf. Boltags! Oh, ein großer Bruder, Sumo mit dir. Wie ist es dir ergangen? Oh, die Wildermark greift um sich. Ich bin aber tatsächlich für dich hierher gekommen, weil ich die Dringlichkeit verstanden habe, auch wenn es mich viel Kraft gekostet hat. Ich danke dir vielmals. Nun, du weißt ja sicherlich, wenn dich meine Nachricht erreicht hat, bereits, worum es geht. Soll ich es noch einmal zusammenfassen? Nein, nein, nicht hier. Gehen wir etwas außerhalb spazieren. Nicht in dieser Stadt. Man merkt, dass die Elemente auch hier gelitten haben. Nun, außerhalb ist ein kleiner Obsthain. Ich denke, dort können wir uns niederlassen und ganz in Ruhe sprechen. Na, ich werde ihn mir besehen. Aber gehen wir erst einmal. Diese Stadt stinkt. Ich bin sie immer noch nicht gewöhnt. Das kann ich nachvollziehen. Es ist wirklich etwas sehr beklemmend hier. Wie ist es dir in der Wildermark ergangen? Erzähl doch. Ja, zahlreiche Untote, die ich aus meinen Wäldern heraushalten muss. Beunruhigend. Nun, viele Mittelreicher, die dort Krieg gegeneinander führen. Barone, Menschen von eigenen Gnaden, die dort sich mit Söldnern und Milizen die Köpfe einschlagen. Es ist schlimm. Früher war alles besser. Ja, du sagst es, das ist wirklich so. Nun, immer diese Befindlichkeiten der Großlinge. Es ist, als würden sie nie den Blick fürs große Ganze haben. Beklemmend. Ist es. Aber gelingt dir doch, Widerstand zu leisten und besagtes Unleben aus deinen Wäldern zu vertreiben, oder? Schon, aber ich würde meinen Einfluss gerne wieder vergrößern. Einst haben meine Wälder viele Hektar umfasst. Die Menschen holzen die Wälder ab. Auch gegen sie muss ich vorgehen. Es ist ein Graus. Nun, aber ein notwendiges Übel, denke ich. Irisch schwierig. Die Seelenwanderung also. In der Tat. Bedenke, dass auch Sumo dich verfluchen mag, solltest du diesen Zauber falsch sprechen und die falschen Körper tauschen. Dies ist mir wohl bewusst. Es ist nicht an mir, darüber zu entscheiden, wer mit wem welchen Körper tauscht. Am Ende ist es die Kraft Sumos alleine, die ich kanalisiere. Am Ende sind wir ihrer Gnade abhängig. Immer. Wie gesagt, dies ist ein bei uns verbotener Zauber, der nur sehr wenigen gelehrt wird. Aber ich denke schon, dass wir ihn mit dir teilen können. Die Druiden haben getagt. Das ist sehr erleichtert. Habt ihr einige von meinen Leuten getroffen? Geoden? Nein. Ja. Zwerge gibt es den einen oder anderen, aber keine Geoden. Scheinen in der letzten Zeit unruhig zu sein, was man so hört. Irgendetwas kommt auf uns zu. Diese Welle, habt ihr sie gespürt? Ja, auf dem Weg hierhin. Sie hat mir tatsächlich nach den Schmerzen die Reise kurzfristig erleichtert. Aber ich habe das Gefühl, dass es erst der Anfang ist. Ich diene dem Humus. Ich weiß aber auch, dass das Wasser ein Element ist, das man nicht unterschätzen sollte. Und ich habe von den Plänen dieses Paligan gehört. Nun, ich habe mit dem grauen Mann gesprochen damals, als ich meinen Pakt mit ihm eingegangen bin. Und es ist meine Verpflichtung, Paligan zu stürzen. Kann nicht passieren und darf nicht passieren, was er plant. Auch dafür brauchen wir den Zauber. Der graue Mann ist durchtrieben. Nun, natürlich. Es ist das Wasser, elementares Wasser. Und das Wasser selbst ist immer durchtrieben. Es ist ein charakteristisches Merkmal. Immer im Wandel. Hier, dort, unstet. Aber doch beständig. Dich zuerst liebevoll umkosend und dann dich ertränkend, dir die Luft stehlend. Du solltest einen Pakt mit dem grauen Mann immer gut durchdenken. Ich halte mich von ihm zurück.
Es war am Ende notwendig und es ist nicht der einzige Pakt, den ich geschlossen habe. Hm. Also gut. Dann bereite deinen Geist darauf vor, auf das, was jetzt kommt. Ja, ich würde mich in Meditationspose setzen, unter einen der Obstbäume, würde meinen Geist öffnen, meine Magieresistenz natürlich fallen lassen und mich von unserem guten alten Freund einweisen lassen in die Seelenwanderung. Du starrst in diese gewaltigen, entsetzlichen blauen Augen und spürst, wie dein Körper verdrängt wird, wie dein Geist verdrängt wird. Erst hast du das Gefühl, dass du in diesem Obstheim umkippst, auch wenn du auf dem Schneidersitz dort sitzt, aber du kippst gar nicht um. Und als du dich dann plötzlich wieder bewegst, siehst du den kleinen, hutzligen, dicken Körper vor dir. Alles tut weh, deine Gelenke schmerzen, deine Knochen, die dir nicht gehorchen wollen, und dann sinkst du tatsächlich zurück auf den Boden. Die Widderhornkoppe auf deinem Kopf rutscht herunter und du siehst, wie du aufstehst, wie Boltax aufsteht und langsam auf dich zutritt. Merkenswert. Das ist eine Magie, die ich bisher so noch nie wahrgenommen habe. Es ist ganz anders, als ich es gedacht habe. Konzentriere dich, es geht weiter. Und dann siehst du wohl, wie ein bisschen Blut aus deinem eigenen Mund herausläuft, während du wieder in die entsetzlich blauen Augen von Boltax starrst und du wieder erneut fast durch die Erde getrieben wirst mit deinem Körper, auch wenn es nur dein Geist ist und du dich dann, ja, nach dem zweiten Seelentausch in die Ohnmacht, in die gütige Ohnmacht flüchtest. Zulamin und Rafim. Gemeinsam an den großen Hafenanlagen vorbei, zahlreiche Schiffe, die dort liegen, hämmern, das ertönt von den zahlreichen Zimmerleuten und den Hölzern, die herbeigeschaffen worden sind, könnt ihr über die große Ternbrücke herantreten und auf der anderen Seite in die Armutsviertel treten, dort, wo ihr ehemals gekämpft habt, die Kämpfe gegen nicht nur die Kultisten, sondern auch gegen diesen gewaltigen, riesigen Malmer, der dort immer noch unbeweglich, angekettet, mit schwerem Eisen, angepflockt, im Hafen lauert und liegt. Seine toten, schwarzen Augen wurden herausgerissen und durch ein gewaltiges Loch, was wohl in seinen Bauch getrieben worden ist, könnt ihr dann den Schalenkorpus betreten. Das Fleisch, was wohl ehemals von ihm heruntertriefte und troff, sich dann hier unten flüssig gesammelt hat. Es stinkt immer noch bestialisch, widerwärtig, aber das Fleisch wurde wohl, ja, abgetragen. Ihr könnt zahlreiche Schwerter erkennen, die hier jeweils in den Panzer von innen getrieben worden sind, und anstatt dessen, dass es sich von Holz gestützt wird oder von Stein, damit dieser Panzer, dieses Chitinmonster dann in sich zusammenstürzt, wenn es denn ausgehöhlt ist, wird es einfach nur von Speeren und von erbeuteten Schwertern gehalten, die dann hier zusammengeschmiedet worden sind, um das Ganze zu einem Tempel des Chor zu erheben. Zahlreiche Söldner, die dann hier irgendwo herumsitzen und vernarbt sich dann erheben, wenn ihr den Tempel betretet. Ja, Solamin rutscht von Miras Rücken und tätschelt der Bärin noch einmal freundschaftlich die Schulter und schaut sich dann staunend in dieser sehr ungewöhnlichen Tempelhalle um. Ja, sehr schön geworden, würde ich behaupten, also. Beeindruckend, was sich hier noch getan hat nach unserer Abreise. Komm mit euch. Komm mit euch. Wir haben schon von euch gehört, ihr müsst Rafim sein. Beeindruckend. Ja, das denke ich auch immer. Ja, das Feuerwerk haben wir gehört. Ja, meine Kameraden waren natürlich auch anwesend. Aber er ist derjenige, der dem Malmer auf den Kopf gesprungen ist und ihm den Todesstoß versetzt hat. Ja, das haben wir auch gehört. Also, das ist dein Werk. Hübscher neuer Tempel. Wie können wir euch dienen, Meister?